Herzlich willkommen zum dritten Tag unserer Triratna Earth Sangha Konferenz. Ich möchte euch jetzt einführen in die zweite CO2-Sadhana von Lekabandhu, eine geleitete Meditation. Wir hatten schon die erste am Freitagabend. Das sind vorher aufgenommene Meditationen. Und Lekabandhu fragt uns in dieser Meditation, was sind tatsächlich die Folgen unserer Handlungen? Das ist eine tiefe Frage. Und diese Meditation, die wir machen, lehnt sich an traditionelle buddhistische Sadhanas, Visualisationspraktiken und führt uns die Folgen von Fliegen vor Augen. Ich möchte ein bisschen was zu Lekabandhu sagen. Lekabandhu wurde 1990 ordiniert. Er war einer der Gründungsmitglieder von Butterfield in England. Und er ist stellvertretender Bürgermeister in seiner Heimatstadt Glastonbury. Und ich habe schon ein Gerücht gehört, dass er vielleicht tatsächlich Bürgermeister wird im nächsten Jahr. Ich habe ihn gefragt, stimmt das, dieses Gerücht? Und er sagte, wenn die Sachen so weitergehen, wie es jetzt gerade läuft, dann wird er voraussichtlich Bürgermeister. Das zweite Ordensmitglied, das Bürgermeister ist. Ein anderer ist irgendwo an der Südküste in Hastings. Dies ist die zweite CO2-Sadhana von Lekabandhu zum Thema Fliegen. Aber nehmt einfach eure Sitzhaltung ein. Guten Morgen, hier ist Lekabandhu. Ich spreche zu euch aus meiner Heimatstadt Glastonbury in England. Und ich biete euch eine geleitete Meditation an für alle, die an der dritten Online-Konferenz des Triratna Earth Sangha teilnehmen. Dies ist eine von zwei Meditationen, die ich anbiete. Und sie fußt auf der Grundlage von traditionellen buddhistischen Sadhanas und hilft uns, die Folgen unserer Handlungen zu erkennen, insbesondere des Fliegens. Könnte ein bisschen ernüchternd sein, aber ich hoffe, dass sie hilft, dass sie beiträgt dazu, unser Gewahrsein zu schärfen und Dinge auf eine Weise vorstellbar zu machen, wie es trockene wissenschaftliche Fakten und Zahlen vielleicht nicht können. Wenn du also mitmachen möchtest, bist du herzlich willkommen. Nimm dir ein oder zwei Minuten Zeit, um dich auf eine normale Meditation vorzubereiten. Sorge dafür, dass du an einem bequemen, ruhigen Ort sitzt. Vielleicht hast du einen Schrein und hast darauf eine Kerze angezündet, die Tür zugemacht, dein Telefon ausgeschaltet. Und jetzt bereiten wir uns auf die Meditation vor. Wie immer, nimm dir ein oder zwei Minuten Zeit, um mit dir selbst in Verbindung zu kommen. Spür deinen Körper, lass Schmerzen, Verspannungen und so weiter los. Also, lass dein Gewicht in deinem Körper nach unten sinken. Lass dich von der Erde unter uns tragen.
getting a sense at the same time as your weight drops down of your Und energy während as du it were spürst, wie moving up, dein Gewicht nach unten tuning into sinkt, yourself physically. spürst du gleichzeitig, wie deine Energie nach oben steigt. Spür in deinen Körper hinein. Also becoming aware of what kind of emotions might be in your mind, Spür auch, just welche noting them. Emotionen da sind. Spür sie einfach. Letting go of them, so they don't blow you away in any Und dann sense lass sie during los, meditation. damit sie dich während der Meditation nicht hinwegfegen. And also any thoughts in your mind. Und lass auch die Gedanken in deinem Geist los. Again, easier said than done, but just noting them and then letting go of Leichter them. gesagt als getan, aber bemerke die Gedanken einfach und lass sie dann los. Traditional analogy is looking at them, Die being aware of them, traditionelle like clouds in the Analogie sky, ist, die Gedanken so zu trusting betrachten, that als they will move wären sie on Wolken in their am own time. Himmel und darauf zu vertrauen, dass sie von selbst weiterziehen werden. So, once we've prepared our space, tuned into ourselves, Wenn wir physically, also gut emotionally, mentally, angekommen sind auf dem getting a Kissen, in sense unserem Körper, of unseren ourselves Gefühlen und Gedanken, seated in the midst stell of dir vor, infinite, dass clear, du mitten blue eines sky. unendlichen, klaren, blauen Himmels sitzt. A very beautiful and Das traditional ist ein beginning sehr to any schöner und traditioneller Buddhist Anfang visualization practice. jeder buddhistischen Visualisationspraxis. The blue sky stretches out in Der all blaue Himmel directions, dehnt sich in wherever you alle are. Richtungen aus. Without limit, Grenzenlos, pure, rein, sparkling, strahlend, blue, blau, infinite. unendlich, Kind of pure, open energy. reine, offene Energie. We too are not different from the blue sky. Auch wir selbst sind nicht anders als der blaue Himmel. Now, high in the sky, we Jetzt see a sehen wir cloud hoch oben am Himmel eine in Wolke the shape of a rainbow, in Form a eines vast rainbow Regenbogens, stretching eines hundreds, gewaltigen if not Regenbogens, thousands of miles, der sich Hunderte, wenn west nicht to east. Tausende von Kilometern weit von Westen nach Osten erstreckt. Beautiful, Eine enormous, wunderschöne, sparkling riesige, rainbow cloud. funkelnde Regenbogenwolke.
Die Wolke hat einen leichten Regenbogenschimmer. Sie ist größtenteils weiß, wie die meisten Wolken, aber wenn wir genauer hinschauen, bemerken wir, dass sie einen leichten bräunlichen Rand hat. Und wenn wir die Wolke noch etwas genauer betrachten, erkennen wir am westlichen Ende der Wolke, weit in der Ferne, ein kleines Flugzeug, das sich auf uns zubewegt. Wir stellen uns vor, dass wir uns diesem Flugzeug nähern und wir schauen hinein und zwischen all den Passagieren sehen wir einen Menschen und erkennen, dass es sich um ein Mitglied der Triratna-Gemeinschaft handelt, sogar um ein Ordensmitglied. Vielleicht eine Freundin oder ein Freund von uns oder auch nicht, aber auf jeden Fall jemanden aus unserem Sangha. Seine Augen sind geschlossen. Er sitzt auf seinem Sitz im Flugzeug und meditiert. Und er ist glücklich und in Frieden, weil er auf Pilgerreise in das Land des Buddha reist, wo er die heiligen Stätten des Buddha umrunden wird. Nun vergeht ein wenig Zeit und wir sehen wieder das Ordensmitglied oder die Person aus unserer Gemeinschaft, jetzt nicht mehr im Flugzeug. Sie ist angekommen, steht inmitten der Menschenmenge im Mahabodhi-Tempel beim Bodhi-Baum in Bodh Gaya, Bihar, Indien. Zusammen mit all den anderen Pilgern umrundet sie den Schrein, macht Niederwerfungen, feiert die Puja. Und diese Person sieht wieder glücklich und inspiriert aus, weil sie sich ihren Lebenstraum erfüllt, eine Pilgerreise zu den heiligen Stätten des Buddha zu machen. Das Regenbogenlicht leuchtet in alle Richtungen. Vielleicht sind wir selbst ja schon einmal dort gewesen, oder vielleicht möchten wir auch selbst gerne einmal die heiligen Stätten des Buddha sehen, so eine Pilgerreise machen. Während wir diesen Menschen aus unserer Gemeinschaft betrachten, sehen wir über seinem Kopf eine merkwürdige Form. Fast unsichtbar, ein bisschen wie die Regenbogenwolke, aber doch deutlich zu erkennen, real. Was ist das? Es ist eine riesige Blase, ein gasgefüllter Ballon, der über dem Kopf dieses Menschen schwebt, weit oben im Himmel. In der Form wie ein Heißluftballon. Er ist fast farblos, man kann ihn nicht hören, riechen, schmecken, ertasten. Nichts, wonach der Geist greifen könnte, aber er ist da. Er schwebt über dem Kopf des Menschen, während er den Schrein umwandelt, meditiert, Niederwerfungen macht. Er ist sehr groß, viel größer als der Mensch. Er ist etwa so groß wie ein internationales Fußballstadion.
In the balloon, in this almost invisible hot air balloon Und shaped in diesem Ballon, in bubble dieser fast envelope, unsichtbaren we Blase, realize it's simply air. erkennen wir, dass diese mit Luft gefüllt ist, But not quite normal air, it's aber air nicht mit normaler Luft. with double the standard volume, the Es ist normal Luft, deren concentration of carbon Konzentration dioxide. an CO2 doppelt so hoch ist wie It looks gewöhnlich. the same, colorless, Sie sieht gleich aus, farblos, geruchlos, unsichtbar. Aber wir reflektieren, dass wenn all unsere Luft diese Konzentration von CO2 beinhalten würde, 800 ppm statt den gegenwärtigen 400, dann wäre das Leben auf dieser Erde, wie wir es kennen, ausgelöscht. We reflect further Wir that the balloon and the reflektieren air above weiter, it are not dass really der there. luftgefüllte Ballon nicht wirklich vorhanden In ist. fact, they were admitted by the Das aeroplane Gas wurde bei der during Flugreise the des pilgrim's journey, Pilgers and they freigesetzt exist in und reality in Wirklichkeit somewhere existiert es way up irgendwo in in the der atmosphere, Atmosphäre, high hoch in the blue oben sky. im blauen Himmel. The balloon, Der the Ballon, international das Fußballstadion-size balloon der appears Fußballstadion-große to exist Ballon only above erscheint their über dem head Kopf as they unseres perform their Pilgers, prostrations and während pilgrimage, er seine Niederwerfungen simply to macht, symbolize the um karmic die karmische connection Verbindung between their zwischen actions dessen Handlungen and the consequences. und deren Folgen zu symbolisieren. So, taking a minute or two, Nimm dir also ein simply oder to zwei reflect. Minuten, On the benefits um über of die pilgrimage, Vorteile der Pilgerreise zu the joy of reflektieren, visiting the holy places and über die feeling in Freude touch daran, die heiligen with the Stätten Buddha zu and his besuchen, teaching, die Verbindung all mit that dem has come Buddha und from seiner that, Lehre zu and spüren, yet at mit the same allem, was time uns dies gegeben reflecting hat. on the reality Und of reflektiere the zugleich darüber, dass dieses carbon CO2 dioxide, which wirklich has been emitted, ausgestoßen wurde, even though auch it wenn man has no es nicht color, hören, sound, riechen, smell, taste or schmecken touch. oder ertasten Nevertheless, kann. there it is, Es ist an trotzdem international da, football-sized stadium of in der air, Größe eines high in the internationalen atmosphere. Fußballstadions, hoch oben in der Atmosphäre. Now again, a little bit of time passes, Nun and we vergeht tune in wieder again etwas to the Zeit clear blue und wir sky, stellen uns wieder den klaren the blauen Himmel radiant, vor, infinite, der clear sich blue in sky, alle Richtungen stretching in all ausdehnt. directions. Once again, we become aware of a vast rainbow-colored cloud Wieder sehen wir eine stretching across the gewaltige sky. This Regenbogenwolke, time, however, die sich über den not Himmel from west spannt. to east, but east Diesmal to west. erstreckt sie sich nicht von Westen nach Osten, sondern umgekehrt von Osten Once nach again we Westen. see it is white with a very faint Wir brownish erkennen edge. wieder diesen ganz leicht bräunlichen Rand. Once again we see Und wieder somewhere entdecken along its wir length dieses is a tiny kleine aeroplane Flugzeug, das den Himmel traversing durchquert the sky. Along the path of the rainbow und cloud. aus dem Pfad der Regenbogenwolke folgt.
Und wieder sehen wir im Flugzeug inmitten der anderen Passagiere jemanden aus unserer Gemeinschaft, vielleicht sogar ein Ordensmitglied. Und wieder meditiert diese Person, sie ist glücklich, inspiriert, von Dankbarkeit erfüllt für die Pilgerreise, die sie erlebt hat, dafür, dass sie ihren Lebenstraum sich erfüllt hat und die heiligen Stätten des Buddha besucht hat. Aber erneut sehen wir, dass es Konsequenzen hat. Es vergeht wieder einige Zeit. Wir sehen diesen Menschen zu Hause, glücklich von seiner Pilgerreise zurückgekehrt, voller Geschichten, voller Erinnerungen, mit Fotos und Vertrauen erfüllt. Vielleicht spricht dieser Mensch mit Freunden. Vielleicht ermutigt er sie, auch eine Pilgerreise zu machen. Vielleicht hält er Vorträge im buddhistischen Zentrum. Aber über dem Kopf dieses Menschen sehen wir eine zweite große Blase in der Form eines Heißluftballons. Fast unsichtbar, aber dennoch im blauen Himmel schimmernd. Wieder hat sie die Größe eines internationalen Fußballstadions und wieder enthält sie CO2 in doppelter Konzentration. Wir erkennen, dass es nicht nur eine, sondern zwei solcher Blasen gibt. Eine ist in Indien geblieben, in Bodh Gaya, und eine ist mit dem Menschen nach Hause zurückgekehrt. Wir sehen, wie dieser Mensch sich bewusst macht, dass es wichtig ist, seine Emissionen auszugleichen. Und wir sehen, wie er Bäume pflanzt. Vielleicht macht er das selbst auf einer Wiese, in einem Wald in der Nähe. Oder vielleicht spendet er dafür, dass andere es tun. Sie verstehen, dass es wichtig ist, ihre Emissionen auszugleichen und pflanzt Bäume. Very slowly. Sehr langsam, vielleicht spulen wir die Zeit jetzt ein ganzes Stück vor und wir wissen, dass nicht nur Tage, sondern Wochen, Monate, Jahre vergangen sind. Die gepflanzten Bäume wachsen, aber nur sehr langsam. Jetzt sind vielleicht 10 Jahre vergangen. Even 50 years. 50 Jahre. It takes this long for the trees, so lange dauert es, bis diese Bäume die Menge an CO2 gespeichert haben, die in den zwei Fußballstadien großen Blasen steckte.
finally we realize nun erkennen wir, our Buddhist who's been on pilgrimage dass diese pilgernde Buddhistin oder dieser pilgernde Buddhist nicht alleine ist. Nur ein Mensch unter vielen, vielen anderen, die der Regenbogenfolge folgten, von Ost nach Westen und von West nach Osten und sich vielleicht ihre Lebensträume einer Pilgerreise nach Indien erfüllten oder auch den Lebenstraum einer Reise zu unseren Zentren im Westen. We realize above the head of each one. Wir erkennen über dem Kopf jedes dieser Menschen zwei große Blasen, gefüllt mit unsichtbarem Gas, mit Luft, die doppelt so viel CO2 enthält wie unsere normale Luft. Jede von der Größe eines Fußballstadions. Wir sehen all diese Ballons nebeneinander und nun verbinden sie sich, schweben hoch oben in der Atmosphäre und sie bleiben dort, nicht eine Woche lang, nicht ein Jahr lang, sondern 40 oder 50 Jahre, bis das CO2 wieder in den Elementen absorbiert wurde. Finally, und bringing to mind the Buddha, nun erinnern wir uns an den Buddha. Some of his many epithets. Wir erinnern uns an seine vielen Ehrentitel. Akirika. Und einer davon ist Akirika. Der Buddha wurde Akirika genannt, der keine Spuren hinterlässt, der sich fortbewegte, ohne Spuren zu hinterlassen, der die Welt durchschritt, ohne Spuren zu hinterlassen. Und wir nehmen uns vor, dem Beispiel des Buddha zu folgen. So, ending the meditation by coming back to ourselves, nun kommen wir zu uns selbst zurück, sitzen still, friedlich, following our breath, breathing in, folgen unserem Atem, einatmend, ausatmend. Allowing ourselves to be aware, lassen die Bilder of the images aus der Meditation in uns weiterwirken. Also allowing ourselves to be aware of any spüren, thoughts, welche Gedanken oder Gefühle die Meditation geweckt hat. Not in a, ohne Eile, in a rushed or judgmental way, just ohne Bewertung. And be held in our awareness. Wir erlauben uns einfach zu spüren, was da ist. In whatever way we choose. Und ja, halten es in unserem Gewahrsein.
Schließlich rufen wir uns eine der berühmten Aussagen unseres Lehrers Bhante Sangharakshita in Erinnerung. Er sagte, Gewahrsein ist revolutionär. Gewahrsein ist revolutionär. Und dann in deiner eigenen Zeit, ohne Eile, bringe diese Meditation zum Abschluss. So when you're ready, opening your eyes, looking around, taking in the other people on the screen. Wenn ihr soweit seid, dann öffnet die Augen, könnt wieder die anderen Menschen hier in diesem Raum wahrnehmen. And I can imagine that meditation has been brought up. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Meditation alles Mögliche in euch hochgebracht hat, Gefühle, Gedanken. Ihr könnt gerne etwas in den Chat schreiben. Danke für die Kommentare. Einer sagt, am Ende habe ich mich an das Geisttraining erinnert, dass man andere nicht verurteilen soll, sondern dass man seine eigenen unheilsamen Handlungen betrachtet. Ein anderes spurenlos, keine Spuren zu hinterlassen, das wäre wirklich schön. Ein weiteres sagt, ernüchternd und ein bisschen aufrüttelnd auf eine gute Weise. Eine gute Visualisation meiner Handlungen. Ich hinterlasse Spuren. Interessant, nicht wahr? Ich kann für mich selbst sprechen. Mir ist bewusst, dass meine Handlungen manche Folgen haben, aber irgendwie verdränge ich das auch ein bisschen. Ich denke dann, oh nein, ich will nicht so ganz genau hinschauen, was die Folgen meiner Handlungen sind. Vielen Dank für eure Kommentare. Die nächste Session ist mit Guna Ketu und ich sehe es schon da. Sitzt an einem Feuer in Schneelandschaft. Dieser Vortrag, den Guna Ketu hält, wird in etwas über 20 Minuten anfangen. Ihr könnt hier bleiben und wir werden euch in den Warteraum schieben oder ihr könnt euch auch ausloggen und wieder einloggen. Und Guna Ketus Vortrag wird auch übersetzt werden ins Deutsche. Und bitte fühlt euch wirklich sehr herzlich eingeladen, etwas Dana zu geben. Ihr findet den Link im Chat. Bis gleich.